Herzlich willkommen zu einer neuen Folge innerhalb der Reihe Interaktive Tools für den Unterricht. Und für den Unterricht, wenn es um Interaktivität geht, lass uns doch mal kurz darüber sprechen, bevor wir über das Digitale quatschen, wie eigentlich analoges Lernen abläuft. Und ich lade dich ein, mach doch einfach mal folgende Übung mit. Der Vorteil ist, wenn wir zu Hause an unserem Computer sitzen und das jetzt mitmachen, es kann dich gerade niemand beobachten. Und die Übung ist ganz leicht. Streck doch einfach mal deine Hände aus. Streck die mal aus und beweg die mal ein bisschen. Und wir gucken mal ein bisschen, wie funktioniert jetzt dieses analoge Lernen? Was läuft da ab? Und ich möchte dir eine Geschichte erzählen. Mach gerne bei der Geschichte mit. Diese Geschichte hat nämlich zwei Hauptdarsteller. Es gibt in der linken Hand den Hasen und in der rechten Hand den Jäger. Und was machen die beiden? Naja, der Hase läuft vor dem Jäger weg und der Jäger rennt hinter dem Hasen her. Genauso. Mach das gerne mit. Und du merkst das schon, irgendwann ist der Bildschirm zu Ende und das ist das Synonym dafür, dass irgendwann natürlich auch der Wald, in dem die beiden unterwegs sind, zu Ende ist. Und was macht der Hase jetzt am Ende des Waldes? Der ist schlau. Der wechselt einfach die Hand, nämlich von der Hand des Hasen in die Hand des Jägers. Und der Jäger von der Hand des Hasen in die Hand des Jägers. Andersrum. Und jetzt rennen sie in die andere Richtung. Und irgendwann kommen sie wieder am Ende des Waldes an. Und sie wechseln wieder die Richtung. Mach auch das gerne mal mit. Und möglichst erhöhst du jetzt mal dein Thema und die Geschwindigkeit, sodass du dich nicht selbst erschießt, nicht zwei Hasen in der Hand hast und so weiter. Hast du es gerade gemerkt? Also interaktives Lernen, das ist kreativ und das bringt unser Gehirn in Wallung. Es ist interaktiv und es darf auch, und ich finde, das muss an der Stelle auch mal und darf an der Stelle mal gesagt werden, es macht auch Spaß. Und da liegt es doch nahe, dass wir uns heute mal mit einer Plattform beschäftigen, die es da draußen schon sehr, sehr lange gibt, die ja sich zur Aufgabe gemacht hat, interaktive Aufgaben anzubieten und dir eine Möglichkeit zu geben, auch interaktive Aufgaben selbst zu gestalten. Worum es heute geht? Nun, es geht um die Plattform Learning Apps. Learning Apps ist eine Plattform eines Schweizer Bildungsvereins und in dieser Schweizer Bildungsverein hat sich zur Aufgabe gemacht, wir möchten eine Plattform für Lehrkräfte anbieten, die ist komplett kostenlos. Und ich teile jetzt einfach mal meinen Bildschirm und damit du mal mit drauf schauen kannst, worum es bei Learning Apps geht. So sieht die Oberfläche aus. Erstmal ein wenig aufgeräumt, ist auch tatsächlich so gewollt. Das Ganze ist kostenlos, ohne Registrierung für dich und deine Schülerinnen und Schüler und sehr, sehr leicht zugänglich. Wobei ich an der Stelle direkt mal eine Einschränkung machen muss. Es ist an der Stelle nur dann ohne Registrierung machbar, wenn du nur das benutzen willst, was die Schwarmintelligenz anderer Menschen schon zur Verfügung stellt. Das heißt, wenn du nur absorbieren und nutzen möchtest, dann kannst du dich auf Learning Apps verlassen, ohne zu registrieren. Möchtest du selbst etwas beitragen, selbst etwas gestalten, dann ist eine Registrierung notwendig. Wobei auch das völlig kostenlos und datenschutzrechtlich sauber ist. Also aus meiner Laienperspektive gesprochen. Lass uns doch gerne einmal anschauen, wie ist diese Plattform aufgebaut, was finden wir dort alles? Und das Menü, das ist auch recht aufgeräumt, so wie die Seite insgesamt. Du hast genau zwei Menüpunkte. Du hast auf der linken Seite den Menüpunkt Apps durchstöbern und auf der rechten Seite hast du die Möglichkeit, Apps zu erstellen. Wie der Name schon verrät, kannst du über den Menüpunkt Apps durchstöbern einfach mal schauen, was gibt es alles schon an Bestandsmaterial. Und ich kann dir versprechen, das ist eine riesige Menge. Wenn du mal draufklickst, öffnet sich die Darstellung. Und du kannst jetzt ein wenig filtern, erstmal ein wenig aufräumen für dich selber. Du hast oben die Möglichkeit zu skalieren, was für eine Schulform möchtest du eigentlich angezeigt bekommen. Und in der Mitte hast du die Möglichkeit, auch nochmal nach Fächern zu gucken, was vielleicht für dich interessant sein könnte. Also, wenn du mich jetzt schon nicht ein wenig hier begleitet hast innerhalb dieser Reihe, dann weißt du schon, Mathe und ich werden nicht mehr so die richtigen Freunde. Also Mathe fällt mir total schwer.
Deswegen lass uns doch mal schauen, ob es zum Thema Mathe eine interessante Learning-App gibt. Dafür klicken wir einfach auf den Menüpunkt Mathematik. Und es öffnet sich ein neues Menü mit ganz vielen Unterthemen aus der Mathematik. Und eins meiner Themen, die ich absolut nicht gut kann, ist das Thema Bruchrechnung. Das fällt mir echt schwer. Und jetzt gucke ich einfach mal, hey, gibt es nicht nochmal irgendwie eine Art und Weise, wie ich mich mit dem Thema Bruchrechnen auseinandersetzen kann? Und ja, die Überschrift gibt es, nämlich hier auf der linken Seite. Also klicke ich jetzt auf Bruchrechnung. Und jetzt werden mir hier unten in der Übersicht all die Learning-Apps angezeigt, die es da draußen zum Thema Bruchrechnung gibt. Wenn ich mit der Maus über eine bestimmte Learning-App drüber fahre, dann wird mir direkt angezeigt, wie oft wurde diese Learning-App schon angeschaut und wie wurde sie gegebenenfalls bewertet. Das heißt, dieser Sterne-Modus, den wir kennen von 1 bis 5 Sterne, sagt vielleicht auch ein wenig darüber aus, was die Qualität dieser Learning-App ist. Denn da Learning-Apps ja eine freie Plattform ist, können dort erst einmal alle Inhalte einstellen. Das heißt, Lehrkräfte, Eltern, Schüler, schulfremde Personen, sage ich mal, alle haben die Möglichkeit, sich nach einer Registrierung dort an den Materialien zu beteiligen. Lass uns doch einfach mal eine Learning-App jetzt gemeinsam anschauen. Beispielsweise diese hier, Bruchteile benennen. Über 36.000 Mal schon geöffnet, 4 von 5 Sternen, hört sich doch gut an. Ich klicke mal drauf. Und da öffnet sich dann direkt die Learning-App. Und in diesem Fall ist es so, hier habe ich die Aufgabe, dass ich die oben dargestellten Bruchteile, also die Begrifflichkeiten oben, den unten dargestellten Bruchteilen zuordnen muss. So rum. Also ich habe unten schöne Bilder. Ich glaube, das kennen wir alle noch aus unserem Mathematikunterricht. Da ging es irgendwann darum, kann ich eine Pizza halbieren, vierteln, achteln und so weiter. Und wenn ich jetzt beispielsweise nehme ein halbes und lege das mal auf diese Pizza drauf, dann wird es grün markiert, weil es in dem Fall richtig ist. Das bedeutet, Learning Apps bietet an, automatisch Feedback zu bekommen, automatisiert eine Rückmeldung zu erhalten, ob ich das richtig oder falsch gemacht habe. Dann gucken wir jetzt mal 2/3, lege ich jetzt einfach mal hier hin. Das würde nicht funktionieren. Das Programm erkennt automatisch, nee, das geht nicht. Schießt den Begriff zurück und ich kann als Schüler weitermachen. Klar, an der Stelle sei gerechtfertigterweise gesagt, natürlich könnte ich ja auch nach dem Ausschlussprinzip hier verfahren. Aber ich glaube, insgesamt ist der Aufforderungscharakter bei so einem Aufgabenformat schon sehr hoch. Und die Motivation, sich damit zu beschäftigen, natürlich umso größer, als wenn ich einfach nur Brüche auf einem Arbeitsblatt bearbeite. Warum sollte ich jetzt Learning-Apps im Unterricht einsetzen und wie kann ich das vielleicht sinnvollerweise machen? Also du hast ja schon die Möglichkeit gehabt, in einer vorherigen Folge innerhalb meiner Web-Talk-Reihe, ja, wie kann ich analoge Arbeitsmaterialien mit digitalen Inhalten verknüpfen? Und da gebe ich das Beispiel, nimm ein Arbeitsblatt mit Aufgaben und biete dem Schüler doch jetzt die Gelegenheit, neben der analogen Bearbeitung der Aufgaben auch digitale Möglichkeiten, sich mit dem Inhalt zu beschäftigen. Weil das Thema Bruchrechnen muss natürlich geübt werden, damit das ein Verständnis im Innern bewirkt, damit klar ist, worum es bei Bruchrechnung geht. Und das kann ich ja als Schüler machen, indem ich einfach stumpf Aufgaben rechne oder aber, indem ich dem Schüler beispielsweise durch einen QR-Code oder durch eine Linkverkürzung dieses Material über ein Arbeitsmaterial zur Verfügung stelle. Oder indem ich in einem Lernmanagementsystem wie Moodle It's Learning einen Link herstelle zu Learning Apps. Oder indem ich es direkt in ein Padlet einbinde. Und all diese Dinge finden sich dann in der Learning App wieder. Und das gibt es ja zu allen Themen. Das ist, ich habe jetzt das Thema Mathe-Bruchrechnung rausgesucht, aber natürlich findest du auch zu allen anderen Bereichen was. Du findest was zur Vorschule, zur Grundschule, zur beruflichen Bildung. Der Fundus ist so, so groß, dass es wirklich für alle Schulformen anwendbar ist. Wenn ich jetzt was Gutes gefunden habe und sage, okay, du kannst dich auf der Seite vertiefen, nacharbeiten, auf die Klassenarbeit vorbereiten,
dein Wissen nochmal anwenden auf kreative Art und Weise, dann kann ich einfach unterhalb der Learning App herunterscrollen und dort wird mir dann der entsprechende Link angeboten. Ich kann den Link benutzen, ich kann den QR-Code benutzen, ich kann das Ganze einbetten auf meiner Plattform. Also vielfältigste Möglichkeiten. Du siehst es hier, wie du diese Learning App jetzt für dich nutzbar machen kannst. Du kannst die auch dir merken lassen. Die Funktion merken bedeutet, du speicherst diese Learning App, die du dir gerade angeschaut hast, als Favoriten in deiner Übersicht. Und im Anschluss kannst du die dann einfach ganz einfach wiederfinden. Du musst jetzt nicht irgendwie noch ein Dokument aufmachen, wo du dir die einzelnen Links merkst. Und wenn du ein wenig weiter nach links gehst, dann wird es auch richtig interessant. Weil neben dem Finden von bestehendem Material zu allen Fächern, allen Schulformen und so weiter, hast du an der Stelle auch die Möglichkeit, eigene Learning-Apps zu erstellen. Für alle, die einen eigenen Server haben, die ein eigenes Lernmanagementsystem wie Moodle haben, gibt es natürlich die tolle Möglichkeit, auch mit H5P zu arbeiten. Da gibt es eine separate Folge in einer anderen Web-Talk-Reihe in diesem Durchlauf zu. Lohnt sich auf jeden Fall auch mal da reinzuschauen. Wenn du das nicht auf einem eigenen Server machst und sagst, ich nehme lieber das, was vorgefertigt ist, dann bist du hier bei Learning Apps absolut richtig. Denn an dieser Stelle kannst du jetzt hingehen und sagen, wow, diese Learning App zum Thema Bruchrechnen, die gefällt mir so gut. Ich möchte was damit machen. Und jetzt hast du verschiedene Möglichkeiten. Es geht darum, eine ähnliche App zu erstellen, also mit ähnlichen Inhalten. Du kannst aber auch genau diese Learning App komplett kopieren. Und das ist dann vorteilhaft, wenn du beispielsweise in deiner Klasse einen differenzierten Unterricht anbieten möchtest, wenn du differenziertes Unterrichtsmaterial auch anbieten möchtest. Dann erstellst du eine Learning App und erstellst dann direkt eine Kopie davon mit mehr oder weniger Inhalt, mit mehr oder weniger Hilfe. Und dann kannst du das wieder nutzen. Du könntest auch sagen, ich will ganz von vorne anfangen. Gib mir einfach eine neue leere App, aber mit genau dieser Vorlage. Das muss sich ja nicht auf das Thema Mathematik hier beschränken. Es wäre ja auch denkbar für die Grundschule beispielsweise. Unten habe ich Bilder und oben habe ich englische Vokabeln. Und dann muss der Schüler die englische Vokabel als Begriff auf das richtige Wort, auf das richtige Bild draufziehen. Oder ich habe das in Sachunterricht und ziehe irgendwelche Begriffe an die richtigen Bilder. Wenn ich jetzt sage, ich möchte eine Kopie erstellen, klicke ich einfach hier drauf. Und sieht jetzt erstmal gleich aus, völlig klar. Aber ich habe jetzt hier unten rechts die Möglichkeit, die App zu überarbeiten. Das heißt, inhaltlich anzupassen. Und da kann ich jetzt alles das, was ich gerade gesehen habe, natürlich für mich nochmal komplett personalisiert anpassen, verändern, auf meine Bedürfnisse zuschneiden. Und du siehst das hier, in diesem Fall 5 Achtel. Und da gibt es ein entsprechendes Bild dazu. Das bedeutet, wenn du ein Bildmaterial benutzen möchtest, dann hast du auch hier wieder die Möglichkeit, direkt auf so Plattformen wie Pixabay, Flickr und so weiter zu arbeiten und lizenzfreie Bildmaterialien zu benutzen. Du kannst auch einfach einen Link, wenn du schon ein Bild hast, hier eingeben und dann entsprechend das Bild hochladen. Du kannst auch hingehen und ein Bild von deinem eigenen Computer hier hochladen und dann entsprechend einsetzen. Lass uns doch mal gucken, ob wir ein anderes Bild finden. Du klickst einfach auf Bild suchen. Wir gucken jetzt mal nach Achtel. In dem Fall werden mir auf den kostenlosen Plattformen jetzt nur Musiknoten angeboten, also Achtel Musiknoten. Das kannst du natürlich mit einem eigenen Bild übertragen. Du kannst dein eigenes Bild verwenden, vielleicht auch selber was zeichnen. Ist ja auch, es ist ja heute ganz, ganz leicht möglich, anhand vieler Vorlagen auch selber Icons, Cliparts und so weiter zu benutzen. Es gibt auch da ja eine Podcast-Folge, eine Webinar-Talk-Folge dazu, wo Christina beispielsweise erklärt, wo finde ich eigentlich alles kostenlosen Content? Lohnt sich auf jeden Fall auch an der Stelle mal reinzuschauen. Und du siehst, an der Stelle schließt sich auch der Kreis. Da siehst du auch die Überlappungen mit den einzelnen Themen innerhalb der Web-Talk-Reihen. Das hängt halt alles irgendwie zusammen und es baut logisch aufeinander auf. Und es ist gut, dass wir
in alles mal einen Einblick bekommen, weil dann kann ich super miteinander vernetzen. Dann kann ich richtig kreativ werden. Wenn ich jetzt sage, okay, ich will gar nicht mit dieser Mathevorlage arbeiten, ich möchte was komplett Neues machen. Gar kein Problem. Dafür klickst du dann einfach oben auf den Menüpunkt App erstellen. Und jetzt ist Learning Apps so aufgebaut, so easy, dass du tatsächlich ja Schritt für Schritt durchgeführt wirst. Dass du dir einfach nur eine Vorlage aussuchen kannst, anhand derer du dann anfängst, deine personalisierte Learning App zu gestalten. Das bedeutet, wenn wir uns das hier mal anschauen, es gibt die Möglichkeit, ein Memory zu gestalten, einen Zahlen- oder Zeitstrahl zu machen, Dinge in die richtige Reihenfolge zu bringen, auf einem Bild einen bestimmten Bereich markieren zu lassen und dann zu sagen, der Schüler soll diesen Bereich identifizieren, er soll sagen, an der Stelle befindet sich das und das. Du kannst Multiple-Choice-Sachen machen, Lückentexte erstellen, ja auch sowas machen, Millionenspiel, du wirst dir vorstellen können, was sich dahinter befindet, Kreuzworträtsel und so weiter. All das ist machbar. Lass uns doch mal was ganz Einfaches machen, nämlich Paare zuordnen. Wir gehen mal auf Paare zuordnen. Und auch jetzt ist Learning Apps wieder ganz toll. Denn erstmal gibt es wieder drei Beispiele, damit erstmal klar ist, okay, was mache ich jetzt eigentlich bei Paare zuordnen? Das ist jetzt ein relativ komplexes Beispiel. Ordne richtig zu, was hat welche Person in diesem Beispiel jetzt für die Luftfahrt geleistet? Da gibt es also Bilder mit entsprechenden Textelementen und die muss ich zusammenführen. Ich kann mir auch weitere Beispiele anschauen. In diesem Fall geht es um das Thema Demokratie. Auch hier muss ich wieder entsprechende Textelemente zu anderen Textbausteinen zusammenfügen. Okay, habe ich mir jetzt alles angeguckt? Ich gehe noch einen Schritt weiter und gehe jetzt hin und erstelle eine eigene neue App. Dafür klicke ich auf den Button Neue App erstellen. Und muss dem Ganzen natürlich jetzt erstmal einen Titel geben. Das heißt, was weiß ich, Memory Berufe oder Memory Bruchrechnen oder Memory Vokabeln, also wie auch immer. Und jetzt kann ich noch eine Aufgabenstellung eintragen und muss natürlich jetzt die entsprechenden Elemente dem Programm anlegen. Also ich muss jetzt sagen, woraus besteht denn das erste Paar, was der Schüler zusammenfügen soll? Da könnte ich jetzt hingehen und beispielsweise sagen, ich nehme den Text und als Text nehme ich den Feuerwehrmann. Ja. Und das Element, mit dem er es zusammenführen soll, das ist ein zweites Textelement, löscht Feuer. Ist jetzt ganz, ganz simpel. Du kannst dir das noch viel komplexer denken. Ich möchte einfach nur das ganz simpel machen, damit dir das Prinzip klar wird. Macht natürlich Sinn, mindestens zwei Elemente zu machen, damit es auch ein bisschen durcheinander ist. Und vielleicht das zweite Element wäre wieder ein Text, nämlich der Polizist. Und da könnten wir jetzt ja mal gucken, ob wir nicht vielleicht ein Bild einfügen wollen. Wir könnten aber auch ein Audio-Element oder ein Video-Element einbauen. Wenn wir mal auf Bild klicken und jetzt mal Bild suchen auswählen, vielleicht gibt es ja was zu dem Thema Polizei. Ja. Auch das einfach jetzt nur wieder ein Beispiel. Ich verwende jetzt mal dieses Bild, nur damit du gleich mal siehst, was passiert. Und so kannst du also noch viel, viel mehr Elemente hinzufügen und noch mehr Einstellungen vornehmen. Das kannst du dir alles mal in Ruhe anschauen. Du kannst auch ein Feedback eintragen, wenn der Schüler die richtige Lösung gefunden hat. Das heißt also auch einen Motivationsfaktor einbauen, wie es ist, wenn ich den Dinge da erstelle. Und dann klicke ich auf Fertigstellen und Vorschau anzeigen. Und jetzt habe ich also einen kunterbunten Mix an Elementen, die zusammengehören. Ich kann jetzt den Feuerwehrmann mit dem Feuer zusammenfügen. Ich kann den Polizisten mit dem Bild zusammenfügen. Und als Schüler würde ich jetzt im letzten Schritt hingehen und auf diesen Haken klicken, um mir dann die Rückmeldung abzuholen, das automatisierte Feedback. Wie war das eigentlich? In dem Fall war jetzt eingestellt, prima, du hast die richtige Lösung gefunden. Und du siehst, das kann sehr einfach gestaltet sein, das kann aber auch sehr komplex und offen gemacht werden. Wenn du dann fertig bist,
einfach mal auf App speichern klicken. Das ist ein ganz wichtiger Schritt, damit die auch wirklich in deinem Fundus gespeichert wird. Und standardmäßig ist immer eingestellt, das ist vielleicht auch noch interessant zu wissen, dass alle Learning-Apps, die du selbst erstellst, auch erstmal nur privat sind. Das bedeutet, die tauchen nicht in der Datenbank auf Learning-Apps auf, es sei denn, du stellst sie hier unten auf öffentliche App um. Erst dann würden sie auch tatsächlich im Fundus auftauchen. Dann hast du den Link, den QR-Code, kannst es mit deinen Schülerinnen und Schülern teilen. All deine Learning-Apps, die du mal erstellt hast, findest du übrigens in der Überschrift Meine Apps wieder. Hier siehst du sie. Alles, was ich mal irgendwie angefangen habe zu erstellen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, Klassen anzulegen, dass es für deine Schülerinnen und Schüler noch ein bisschen leichter ist, zu den entsprechenden Learning-Apps zu kommen und. Also ein wirklich sehr, sehr vielseitiges Tool, was dir ja sehr, sehr viele Möglichkeiten bietet. Viele Möglichkeiten, sich individuell und personalisiert, persönlich mit entsprechenden Lerninhalten zu beschäftigen. Ich persönlich setze Learning-Apps jetzt schon seit fast 10 Jahren ein und finde es immer wieder toll. Es motiviert die Schüler sehr, sehr stark. Es ist ein großer Fundus, ist eine tolle Open Educational Resources Quelle. Ich kann selber etwas beitragen. Lernen durch Lehren ist auch sehr, sehr gut machbar, indem ich die Schülerinnen und Schüler einfach mal eine eigene Learning-App erstellen lasse. Oder wenn sie dann nicht sich für anmelden sollen, dann lasse ich denen auf einem einfach analog mir Aufgaben reinreichen, die ich dann wieder auf der Plattform zur Verfügung stelle und dann an alle Schülerinnen und Schüler ausspiele. Und auch das ist ja sehr, sehr motivierend, wenn ich das, was ich erstellt habe, digital, auch digital dann nutzen kann und andere das mitmachen. Von daher eine tolle Möglichkeit, in das Digitale einzutauchen, ein toller Einstieg und nochmal eine schöne Erweiterung der sonst manchmal vielleicht etwas eintönigen analogen Aufgaben. Von daher, probier es doch einfach mal aus und ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Vielen Dank, dass du dabei warst und ich würde mich freuen, wenn wir uns in einer der anderen Folgen noch einmal wiedersehen. Eine schöne Zeit dir.